Ja, immer spannend. Solche Talks werden locker geführt und ja, ich glaube, die Überschrift dieser Veranstaltung passt auch zu der Stadt Düsseldorf. Die Sportstadt lebt ja eigentlich von der Partnerschaft zwischen Business und Sportstadt und den Vereinen und allen, die gewissermaßen Gesicht dieser Sportstadt sind. Und ich finde es toll, dass so viele gekommen sind. Das zeigt, das Interesse ist groß. Die Identifikation mit dem Thema Sport in Düsseldorf ist sehr, sehr groß. Und es gibt noch ein attraktives Programm. Also Lothar Matthäus, Deutschlands Fußballer, Europas Fußballer, Weltfußballer des Jahres, auch mit durchaus einer bewegten Vita. Klar, dass da viele kommen, aber es zeigt eben auch, wie viele Menschen sich gerade aus der Business-Community hier mit der Sportstadt identifizieren. Ja, Düsseldorf kenne ich ja schon ein bisschen länger. Ich habe bei Borussia Mönchengladbach meine Profikarriere begonnen, 5 Jahre in Mönchengladbach gelebt. Da kommt man automatisch mit Düsseldorf in Kontakt, vor allem dann nach den Trainingseinheiten. Und auch jetzt bin ich regelmäßig in Düsseldorf, weil wenn ich für Sky arbeite und im Westen meine Einsätze habe, dann bin ich immer in Düsseldorf über Nacht, gehe auch dann abends ab und zu raus und kenne natürlich auch den Düsseldorfer Karneval. Also schöne Erfahrungen mit Düsseldorf gesammelt und vor allem, ich verfolge die DEG. Düsseldorf AG ist mein Eishockeyverein schlechthin, auch wenn wir in München auch einen Eishockeyverein haben, aber DEG ist mir ans Herz gewachsen seit meiner Zeit in Mönchengladbach.